Desto mehr bist du dafür gewappnet. Ja, okay. Gibt es ein Level Cap? Weiß das zufällig jemand? Ich weiß es nämlich nicht. Okay, hier werden so viele Sachen angezeigt auf einmal. Sprich mit dem Schmied. Und der Clan freut sich. Okay, ich rede erstmal mit ihm hier. Oder ihr hier. Wer bist du? Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Stimmt, ich habe ja hier außer Dingens, habe ich ja Tätowierungen und so. Nice. Passe das Aussehen von Ivor in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an. Bringe ihnen kosmetische Entwürfe, um neue Stilrichtungen freizuschalten. Ich habe irgendwas, ne? Freigeschaltet. Ich weiß nicht, woher. Rabenschatten. Aus den Jörmundsgard. Da nicht. Doch hier, ne? Das? Ja. Wer momentan Rabenwache? Heelsymbol. Wo ist das? Da vorne. Rabengarde. Und Rabenschatten. Hä? Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung. Ach, das ist da hinten dann. Okay. Ich nehme mal Rabengarde. Kopf, Rumpf. Heelsymbol. Jörmungand. Die Weltenschlange. Nehmen wir auch. Linker Arm. Auch Jörmungand. Oder Heel. Ich hau mich mal voll, ne? Heel, Jörmung, mach mal Heel. Ich habe nur die. Okay. Haare. Oh. Rasiert rot. Aha. Klassisches Haar hellbraun. Blond. Rot. Rasiert. Okay, rasiert ist irgendwie scheiße. Und dunkel ist auch doof. Blond ist eigentlich ganz nice, ne? Ich finde, blond passt eigentlich gut zu ihr. Wahrscheinlich, weil wir so kennengelernt haben. Ich hätte auch nichts gegen rot. Aber, naja, für die rot ist das nicht. Da erinnert die mich noch mehr an Aloy. Übrigens, das Spiel heißt Horizon Zero Dawn. Das ist mir eingefallen. Nachdem ich was dazu gelesen habe gestern. Komm, wir machen mal rot. Rot ist schön. So, das war's schon, ne? Mehr haben wir erstmal nicht. Nö, gut. Gut. Sonst noch etwas? Nur gerade nicht, danke. Ich muss auch fahren. Bis später, Swain. Gut. Peace. Jetzt sieht sie halt original aus wie Aloy, ne? So von hinten auf jeden Fall. Krasses Pferd. Was ist das hier? Zu fressen. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Kernherausforderung abgeschlossen. Eine milde Jagd. Eine milde Jagd, nicht eine wilde Jagd? Ist das eine Quest? Nee, ne? Nie. Muss ich das jetzt so machen, oder was? Das wird sogar als neu angezeigt. Oh, Handelsgüter, Schachtel, alte Schachtel. Questgegenstand. Ein Jäger in Formberg verlangt 3 Geweihe als Beweis deiner Fähigkeiten. Ja, kriegen wir noch hin. Und nicht mehr heute. Vor allem nicht jetzt. Mahlzeiten. Das möchte ich gerne. Ja, kann ich ja. Warte. Kann ich die Tasche mal? Kann ich nicht. 100 Eisen. 100 Eisen. Ich brauche 100 Eisen, um meinen Beutel zu vergrößern. Ist klar. Okay, ich könnte den Bogen, aber mache ich nicht. 81 haben wir. Also fehlt nicht mehr so viel. So, dann lass uns mal zu den Menge. Warte, hier noch ein paar Bären. Zack, und schon sind wir wieder full. Eivor, soll ich deine Klingen schärfen? Ich bin schon scharf. Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters?
Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Du bist ein verdammter Schmied. Du solltest Barren haben, du Spacken. Jetzt muss ich ihm... Weißt du, ich bringe ihm Werkzeug, was er schmieden kann, und muss ihm auch noch das Material dazu schaffen. Was ist das für ein schlechter Schmied? Und dann soll ich ihn wahrscheinlich auch noch dafür bezahlen. Wenn du Barren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstung und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. Wir können auch nur die Bartaxt verbessern. Von fein in Überlägen. Oha. Da muss ich mir quasi eigentlich eine richtige Waffe suchen, die ich haben will. Und dann Halligalli oder was? Qualität verbessern. Und eine überlegene Axt. Mit Runenplatz. Kann ich meinen Doppelwoppel nicht verbessern hier oder was? Was ist das? Kupfer-Nickel-Barren. Das sind Kohlebarren, ne? Okay, Kupfer-Nickel. Zu einer makellosen. Alter. Aber die wird nicht stärker dadurch, ne? Also zumindest nicht so. Also wir können die verbessern. Und dann können wir sie erst stärker machen. Auch noch wieder mit mehr Material. Das ist ja toll. Das wird sehr viel in Gelute ausarten, sag ich mal. Das wird... Das sollte reichen. Noch etwas? Ja. Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, das tut mir leid zu hören. Ihr wart wie lange zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Walküria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. 5 Wochen. Oh mein Gott, bin ich in einem Teenie-Film gelandet? Oder zu viel auf Facebook unterwegs? So, jetzt können wir auch verbessern. Kostet... Ja. Toll. Die haben wir schon 2-mal verbessert. Ach du Scheiße. Mehr geht im Moment nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die weiter benutzen will, weil die ist schon recht langsam, ne? Macht zwar auch nicht Damasch, aber ist recht langsam. Kostet auch 3. Die würde 2 weitere Plätze, also die macht schon Schaden. Brauchst du sonst noch etwas? Gerade nicht, nein, ist alles zu teuer heute. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Aber nicht so schnell. Sprich mit Randvieh. Runen. An Ausrüstung höherer Qualität können Runen angebracht werden. Runen findest du in Truhen und der Welt. Habe ich Runen? So, diese ist natürlich mit dem Runenplatz. Die würde dann 60 machen. Und die macht jetzt schon 76. Die haben wir schon 2-mal verbessert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht doch lieber die nehmen möchte. Das kostet 30,10. Hat er jetzt genommen? Nee, ne? Nee. 60. Und jetzt brauche ich 70. Ach du Scheiße. 66. Die kommt da gar nicht ran, Alter. Ich hab
das Gefühl, den Knochenbeißer dürften wir noch gar nicht haben. Kann das sein? Haben wir Runen? Ich habe eine Rune. Kleine Rune des Zorns. Oh, erinnert mich an God of War. Plus 2,4 Angriff. Okay, wie rüste ich die aus? Wie kann ich hier runisieren? Da Runen. Macht dann also 62,4. Okay. Wäre schön, wenn das unten angezeigt werden würde. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, ich sollte die ausrüsten. Wo kommt denn jetzt die Rune her? Habe ich da noch eine von? Glaube ich nicht, ne? Warte mal. Wieso wird mir denn immer noch Inventar angezeigt? Ich habe doch sonst nichts mehr. Die Tasche. Warum? Haben wir jetzt schon einen Bug gefunden oder was? Alle als gesehen markieren. Kann ich nicht. Hey. Scheiße. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Huch. Egal. Scheißegal. So, wollen wir zu Randy. Ist das der... Nee, ist nicht der Spieler. Nee. Guten Tag. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Zusatzinhalt. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann,
Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Die sieht halt original aus wie Cassandra. Immer noch. Die Rückkehr des Prinzen. Gibt's hier sonst noch was? Kann ich irgendwas mitnehmen? Nee. Sigurd! Sigurd! Komm. Haben die irgendwas miteinander? Oder was ist mit denen? Zusatzinhalte. Die Quest der Weg... Ja, danke. Mit Barren. Ja, danke. Ich meine, hier wurden wir sogar... Der Weg des Berserkers wurde zu deinem... Willst du mich verarschen, Spiel? Leiðsagar menn sem gegna eru eitt versta vandræði sjómannum. Ég klýt engum aldrei lengur. Ég sé fyrir mínum vegi sjálf. Aha. Haben wir sie jetzt langsam? Die Legende von Beowulf. Oh nice. Möglicherweise musst du weiter... Ja. Was haben wir noch? Mehrere Gegenstände wurden deinem Inventar hinzugefügt. Ich hab's im Besitz und etwas. Ui! Berserker Übungsort, Hati und Munen. Bärentotem, Odin-Statue, Berserker Waffenlager, Berserker Ruf, Siegel, Ruheort, Heck. Okay, gut, ja. Runen. Ach du Scheiße, wir werden gerade mit allem zugeklumpt. Ich glaube, wir haben den Epilog gerade überlebt. Jetzt haben wir nämlich auch unsere Tattoos. Berserker Helm. Ja, ist ein ganzes Rüstungsset. Ich bin nur noch nicht ganz einig, ob ich das nutzen möchte. Kommt immer darauf an, wie stark die sind. Aber die dürften nicht zu stark sein, weil die ja am Anfang kommen. Dann lass uns mal schnell schauen, was wir denn so bekommen haben. Achso, das war unser. So, kann man das vergleichen? Details. Aha. Letzte Form erreicht. Die Berserker können wir nicht verbessern. Also so richtig. Okay, vergleichen. Hier 15, 20. Ist... Ja gut, ist schwerer, aber ansonsten, naja, geht so, ne? Ist ausgeglichen. Wenn du Schaden nimmst, wird Tempo vorübergehend erhöht, bis du dich heilst. Zusätzliche Verbesserungen für Angriff und Rüstung. Lass uns das doch mal nehmen. Ich meine, was soll schon schief gehen? Hat höheren Rüstungswert, leichter Widerstand, schwerer Widerstand oder so. Keine Ahnung, was das heißt. Und es sind Runen drin, ne? Die kann ich ausrüsten sogar, ne? Rune des Schattens, Rune des Lebens. Mal die Rune des Lebens mache ich mal da rein. Und die Rune des Schattens. Da rein. Aber auch, nee, oben haben wir nicht. Aber wir haben doch... Oha. 46. Oh, das ist unsere aber besser. Hm, 46, 60. Kostet hier eine Verbesserung? Können wir sogar verbessern. Auf 52. Bärenklau. Und die ist auch schon quasi im Max. Rune des Zorns. Nochmal Plusangriff. Also die wird auch nicht mehr besser. Das heißt, wir haben jetzt quasi schon eine Axt gefunden, die viel, viel besser ist. Da will ich, glaube ich, kein Material drin verschwinden, oder? 3,2 entfernen. Wie sieht denn die aus? So, okay. Macht aber viel, viel weniger Schaden als die hier. Bärenschild. So ein paar Schüchen. Nein. So war das. Ja gut, der hat einfach viel, viel bessere Rüstungswerte. Kann ich aber keine Rune mehr reinschmeißen, weil ich keine habe. Sonst 23, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und jetzt haben wir auch mal einen Helm. Zack. Anzeigen bitte.
Könnten rein theoretisch auch komplett nackt rumlaufen, ne? Hier, warte mal. Okay, ja, ja, muss aber nicht sein. Ich möchte schon voll gekleidet sein. So, was haben wir hier jetzt noch? Ein paar Runen. Was ist das denn? Sammelobjekte. Entwurf für eine Verzierung der Siedlung. Ach so. Okay. Könnten wir auch alles verbessern, aber ich glaube, wir kriegen tatsächlich... Ich würde jetzt noch nicht unbedingt verbessern. Also ich weiß nicht, wie viel Rüstung wir bekommen und wie viel Sachen wir so finden. Aber ich würde jetzt noch nicht unbedingt anfangen, Sachen zu verbessern. Wobei die Bärenklaue ist eine Einhandwaffe, ne? Warte mal. Wenn wir die nehmen. Die Rune des Zorns. Als die hier als Hauptwaffe und die Bärenklaue wird durch eine Mahlzeit vorübergehend erhöht. Aber warte mal, dann sollte vielleicht Angriff, dann sollte hier vielleicht die Rune rein und die andere Rune dann hier rein. Warte, ich baue kurz um. Der Schild hat 55 im Angriff. Der Schild hat viel mehr Angriff. Aber den nutze ich ja als Verteidigung. Der hat 43 im Block. So. Und dann nehmen wir Varins Axt in die andere Hand. Zack. Hä? Nee, Entschuldigung. Varins Axt muss auf die 1. Nein, den. Und die Bärenklaue auf die 2. So, jetzt sind wir nämlich wieder doppelte Axtmörder hier. Bogen haben wir keinen neuen. Und jetzt müssen wir wieder ganz viel Material sammeln. Rüstung verbessern. Jo, weiß ich noch nicht. Machen wir erstmal so. Begib dich zur Anlegestelle. Ich tue. Ich mache. Ich lege. Seid vorsichtig damit! Elvor! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Tränger! Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ha! Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Heitern. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Elvor, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Wir haben gerade zwei Assassinen gesehen, ne? Mein Sohn! Willkommen zu Hause! Ach, Vater! Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Mehl. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan.
und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Seine Frau sieht original aus wie Cassandra. Ist das Zufall? Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Wo sind die beiden Assassinen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den trauen kann. Randvi, Eivor! Hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Ich habe übrigens vergessen, was zu erwähnen. Philadelphia, ihr seht keine Kamera mehr, also mein Gesicht ist jetzt weg. Ist, glaube ich, eigentlich ganz gut für den Netzpunkt. Ich weiß noch nicht, wie ich das da einfügen kann, ob ich überhaupt eine Kamera einfügen kann. Deswegen ist sie erstmal nicht vorhanden. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Fornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. Der klingt irgendwie nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ich hätte gerne mal gewusst, was er genau vorhat. Wie will er das hier schön drehen, sag ich mal. Ach, da ist schon. Habe ich sofort erkannt, als ich die beiden gesehen habe, direkt. Assassine, kann nur. Heitam, richtig? Ja. Und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Ich glaube, der ist auf Diät. Der hat Luft gegessen die ganze Zeit aus seiner Hand. Das ist eine andere. Sehr hier, ne? Go!
Guck dir mit dem Regen. Du bist Basim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du kein Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Basim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Hagia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Basim. Konstantinopel kennen wir auch. Der Ezio-Saga. Revelations war es, glaube ich. Interessant auf jeden Fall. Na gut, dann sprich, mein Freund.